Lieben, hier ist die Christine von Amazingly. Heute möchte ich euch die koreanische Naturkosmetikmarke Wamisa vorstellen. Diese konzentriert sich auf fermentierte Inhaltsstoffe und das ist was ganz Besonderes und das möchte ich euch gerne erklären, weil ihr fragt euch sicher, was ist das überhaupt? Wie schon erwähnt, sind alle Inhaltsstoffe der Wamisa-Produkte fermentiert. Das heißt, es werden andere Bakterien und Zellkulturen hinzugefügt und somit wird ein natürlicher Gärungsprozess aktiviert. Dieser natürliche Fermentierungsprozess verändert allergene Stoffe in nicht-allergene Stoffe und somit ist es super geeignet auch für Allergiker. Für unsere Haut bedeutet das ein Maximum an Vitalstoffen, die dank der guten Aufnahmefähigkeit sehr schnell wirken können und somit auch sehr verträglich sind für unsere Haut. Die Produktlinie von Wamisa ist sehr umfangreich, deswegen stelle ich euch heute meine 5 Favoriten vor. Damit ihr einen besseren Eindruck bekommt von den Produkten, werde ich sie selbst an mir anwenden und wir fangen an mit dem Reinigungsöl. Das Reinigungsöl besteht aus einer Mischung aus Haselnusskernöl, Avocado, Jojoba und Oliven. Ich werde es jetzt mal auspacken. Tada! Ich gebe meistens 2 Pumpstöße auf meine Finger. Ich trage das Öl nun auf meine trockene Haut auf, in kreisenden Bewegungen. Wichtig ist, dass ihr auch wirklich alle Hautstellen mit dem Öl abdeckt, sodass auch der Mascara abgeht. Nun befeuchte ich meine Hände mit Wasser und verteile es auf mein Gesicht. Und jetzt nehme ich das Ganze mit dem Handtuch ab. Meine Haut fühlt sich jetzt ganz sanft und weich an. Das ist halt das Gute an dem Reiniger, dass es auch nicht die Feuchtigkeit entzieht, sondern eben wirklich die Haut schön sauber macht und weich. Als nächstes verwende ich den Organic Flowers Toner. Dieser Toner hat eine besondere gelartige Konsistenz, ganz hingegen zu anderen Gesichtswassern, die ja eher wässrig sind. Das bedeutet zum anderen auch, dass ihr zusätzlich gar kein Wattepad benötigt, sondern ihr könnt es einfach gleichmäßig auf eure Haut verteilen mit euren Fingern. Ich verteile nun den Toner auf meine Handfläche. Schon ein bisschen mehr. Und verteile es nun in meinem Gesicht. Und dabei ist wichtig, schön einmassieren, draufklopfen, damit die Nährstoffe auch schnell in die Haut gehen. Und der Geruch ist wirklich der Wahnsinn. Also es riecht sehr fruchtig und frisch nach Blumen. Möchte man am liebsten trinken. Was ich auch besonders schön finde an diesem Produkt ist, dass es wirklich aus rein natürlichen Inhaltsstoffen besteht, wie Gurke, Aloe Vera Extrakt und Brokkoli. Nun freue ich mich auf die Fruits and Tomato Facial Mask. Wie ihr seht, ist es eine Tuchmaske. Diese koreanischen Tuchmasken sind gerade sehr im Trend und diese fermentierte Tomatenmaske hier von Wamisa ist besonders geeignet für strapazierte Haut. Ich fange nun an mit dem oberen Teil und werde es nun auf meine Haut auftragen. Nun trage ich das untere Teil auf. So.
Die Maske muss nun 15 bis 20 Minuten einwirken. So kann das enthaltene Serum gut einziehen. Und ihr merkt jetzt schon, das Reden ist sehr schwierig. Deswegen werde ich mich jetzt auch einfach hinlegen und entspannen. Nun werde ich die Maske abnehmen. Ich werde nun das restliche Serum noch schön auf meine Haut einmassieren. Nun verwende ich meine Tagespflege und dafür nutze ich die Double Rich Lotion. Diese Creme spendet sehr viel Feuchtigkeit, ohne die Haut dabei zu beschweren. Ich verteile die jetzt. Sie riecht auch sehr gut, also sehr angenehm. Diese BB-Cream hat einen Lichtschutzfaktor von 14 und eine leichte Deckkraft. Ich werde jetzt einfach so ein bisschen auftragen und in meinem Gesicht verteilen. Jetzt sind wir schon zum Ende angelangt. Ich hoffe, meine kleine Produktvorstellung hat euch gefallen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen oder sonstiges Anliegen habt, könnt ihr es gerne unten kommentieren. Dankeschön. Ciao.